Willkommen zurück zu Bioshock Infinite, dem berühmten Spiel mit den Enten und Fahrrädern. Nee, Moment. Worum ging's da eigentlich, Daniel? Gute Frage, aber Enten und Fahrräder trifft schon ganz gut. Nämlich kompletter Wahnsinn. Und wir spielen den DLC? Richtig, den ersten DLC, beziehungsweise die erste Hälfte des ersten DLCs. Der englischen Burial at Sea, zu Deutsch Seebestattung. Heute kommen wir uns ein bisschen ins Gehege hier. Der junge Mann rechts winkt auch schon ganz schön. Gucken wir mal, was da los ist. Normal ist gut, ne? Normal reicht uns völlig. Ist ganz schön laut unser Fernseher hier. Nicht, dass das eine Rückkopplung gibt. Ich mach mal ein bisschen leiser. Aber mit Enten war gar nicht so schlecht. Es geht irgendwie lose in Wassernähe. Richtig, ja. Was es damit auf sich hat, wissen vielleicht die einen oder anderen, die das Hauptspiel gesehen haben. Closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Geben Sie der jungen Dame doch mal Feuer. Das muss ich nur, ja, ich sehe schon, ich muss erst invertieren, wie immer. Falls ihr euch wundert, die DLCs scheinen nur mit englischer Sprachausgabe hergestellt worden zu sein. Und dann deutsche Untertitel. Das Hauptspiel hatte ja deutsche Vertonung, aber jetzt erleben wir wenigstens dann mal auch die englischen Sprecher. Hey, Baby. You got a name, miss? Aha. Elizabeth. Der Trick kommt auf Partys bestimmt gut an. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. You'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Ja, aha. Also hier geht's schon mal gleich ganz anders los wie im Hauptspiel. Wir sind zurück. Als im Hauptspiel, ja, ich weiß. Ich das hasse. Als im Hauptspiel. Erstmal hier natürlich wieder alles aufmachen und alles essen, was irgendwo drin ist. Um Gottes Willen, wie schön das wieder aussieht. Also wir spielen die PC-Version. Ja. Und mein Gott, ist das stimmungsvoll wieder gemacht. Hier ist es 31. Dezember 1958. Das heißt, das ist der Vorabend der großen Katastrophe, die die Bude hier, wo wir uns befinden, ins Unglück stürzen wird. Und welche Bude das ist, das wisst ihr natürlich schon, aber wir wollen euch noch kurz auf die Folter spannen, weil es gibt bestimmt gleich einen Vista, wo wir es dann erkennen. Natürlich! Ah. Es ist Rapture, die Unterwasserstadt aus dem ersten Bioshock. Und dem zweiten. Und dem zweiten. I don't know. But I know someone who does. Follow me. Und der Unterschied ist, hier sind die Leute noch am Leben. In Bioshock waren die ja alle kaputt. Da ist auch Sander Cohen. Schau doch mal kurz die Frau an. Nee, was oben noch war, die Promenade quasi nur. Ja, noch aber kurz schauen, die rennt uns doch davon. Ach, die läuft schon nicht weg. Genau. Das ist doch, da kann man sich doch drauf verlassen in diesen Spielen. Da läuft nichts weg. Fontaines oder schau mal da, die Schildkröten. Ach, das sind die gleichen beiden Schildkröten wie in Far Cry. Die waren auch mal zu zweit. Ja. Ich kenne die doch. Ich erkenne die. Das sind doch die gleichen beiden Sektgläser wie auf meiner letzten Cocktailparty. Vor allem, weil es auch zwei waren. Ja. Ja. Die anderen bildest du dir nur ein, du warst doch nicht auf der Cocktailparty. What I need from her is my business. But I know where to start looking. Das hätte man ja auch mal ordentlich zudecken können, das Kind. Das hat keine Beine. Armes Kind. Das ist eingewickelt. Ach, Quatsch. So, und ihr zwei? Wait, was ist los? Ain't you playing the ponies no more? You're too good for the boys at the track now. Jetzt dachte ich eben gerade, Moment mal, wie ein Teil des DLCs ist doch mit deutscher Sprachausgabe. Ja, es sind halt Einwanderer. So, Schuhschein. Das hatten wir ja im Hauptspiel auch, ne? Ja, ganz am Anfang ging es so los. Und hier ist vertauschte, verkehrte Welt. Das heißt nicht verkehrte Welt, sondern halt... Oh, verkehrte Welt. Nein, etwas ungewohnt. Hauptspiel war es ja umgekehrt. Da gibt es leckere Kuchen. Essen. Der sieht ganz schön hingefläzt aus. Ja.
Ja, da kommt ja auch was. Entspannt. Hat doch ganz komische Hände. Jetzt kommt gerade der erste Kommentar, schaut nicht immer alles an. Ich bin schon längst durch mit dem Spiel. Mach mal schneller. Ach, schau mal, da sind die Missing Children. Ah. Anything you say, pal. If I was running things, I'd say, why just one city? Why not two, eh? Why not three? Darauf ein Bier, oder? Sollen wir mal eins zischen? Ach, na klar. Eins kann ich schon. Prost, vor allem wird man da gesund von. Oh, was liegt denn da auf dem Tisch? Ja, da Zigaretten. Wird man wieder ungesund von. Und Musik. Vielleicht könnten wir uns die erste Folge mit GEMA sperren lassen. Nee, kann ich aber nichts machen. Ach so, darf man gar nicht. Ach, schade. Nee. Mal schauen, die sind ganz verliebt. Haben die einen Zettel da auf dem Tisch zu liegen? Schauen wir mal ganz kurz. Ein Geschenk. Nein, bloß eine Serviette. Ja, wer sind wir? Wir sind Booker DeWitt, natürlich Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, allerdings eine andere Version von Booker DeWitt, nämlich die, die in Rapture 1958 lebt. Und Elizabeth, unsere Gehilfin bzw. Begleiterin aus dem ersten Teil, die ist auch ein bisschen anders drauf. Im ersten hat die mich noch nicht geraucht. Und noch nicht so eine Femme Fatale, die aussieht wie Lauren Bacall hier. Schauen wir noch mal ein bisschen raus. Ach ja. Then Einstein would have remained a patent clerk. It's our responsibility. Und wir suchen das Mädchen Sally. Und Booker hat komischerweise den Kopf von deren Puppe. Und weiß wieder mehr und sagt es uns nicht. Hm. Little Wonders Educational Facility. Das sind die Little Sisters, oder? Ja. Jetzt wohl zum Kindergarten. Ach, schau mal, da stehen sie sogar. Just a matter of time before Ryan's goons round up anybody talks bad about him. I mean, just look what happened to Frank Fontaine. Was sind die denn? Oh, sehr nett. What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Junge, zoom mal bitte kurz, wo die Musik herkommt. Kommt das da aus der Halle dahinter oder ist das woanders? Keep moving, buddy. Hey. Er hat nicht gesagt, in welche Richtung wir uns weiter bewegen sollen. Siehst du, das stört ihn überhaupt nicht. Wir sollen uns nur weiter bewegen. Egal, was sie machen, bleiben sie nicht stehen. Warum haben sie denn alle sie so läuft komische aber ein bisschen Masken uneleganter auf? Als Elizabeth im Hauptspiel. I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be happy. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes to the doubters and the parasites. Yes, yes, but even Andrew Ryan takes a vacation. Come on, come on. We haven't got all day. Was schleppt er denn da davon? Das Geld oder was? Plastiktüten. Jet Postal, das ist hier so ein... Aber sag mal, das ist doch auch hier neu, oder? Ja. Das mit der, ich meine, diesen Grafikeffekt mit dem Dreck auf der Linse. Ja, 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 das haben sie aus Battlefield geklaut, hier. Das ist echt krass, oder? Wie das momentan alle Spiele haben. Ja. Und teilweise, also meistens nervt es ziemlich. Das ist hier wohl pneumatisches Transportsystem. Ich hab so die Ahnung, dass das unser neues Rail-System ist. Oh, da ist ein Big Daddy. Ui. Hola. Das konnten wir aber nicht in den Spielen, oder? Nee. Ich habe letztens mal noch den DLC zum zweiten Teil angefangen. Minerva Stan. Es gab so einen Story-DLC. Der muss ziemlich super sein. Ja, der ist ganz nett. Also kann man echt nichts sagen. Lässt darauf hoffen, dass der hier auch ganz nett ist. Obwohl wir es ja gar nicht richtig erfahren werden, weil wir ja nur die erste Episode von den beiden erfahren können. Otherwise, it's just a knee-jerk response from the uninformed. Does more harm than good. Who would judge that? A system like that invites abuse? Having a benevolent dictatorship takes care of that. Benevolence isn't human nature. Ja, die guten, wohlmeinende Diktatur. Everyone wants to cut the tallest flower up there. Do something exceptional. Those parasites resent it, condemn it, or worse yet, sind denn diese Parasiten? Take credit for themselves. Nice finally consorting with the equally talented, eh? Getting recognized properly. Being part of something bigger. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Du hast es ja gekauft, ne? Auf meinem Account. Ja.
für 15 Euro statt den Season Pass zu kaufen. Oh. Der irgendwie 20 Euro kostet, wo dann auch der nächste DLC drin ist. Und auch dieser überflüssige Clash in the Sky oder wie der heißt, DLC mit dem. Tut mir leid, aber der wurde mir da jetzt auch nicht wirklich angeboten, der Season Pass. Ja, ja, ja. Aber Rapture ist doch auch auf der Erde. Die Leute, die den Minerva Stan DLC gemacht haben übrigens, die haben das Gone Home gemacht. Ach. Dieses Adventure, ja. Versuch mal da reinzukommen. In the Illusion Arms. Ah. Da ging es rein, aber ich muss mich hier noch kurz die Optionen prüfen. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story with Stuart, I would write my memoirs. I learned anything about Rapture. Thought it was a place where people understood to mind their own business. Ich glaube, es waren schon die beiden an der Seite. Nee, das ist der Hauptweg. Das ist der Hauptweg, gut. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. DeWitt? The Hostick sees you, he'll toss you out on your ass again. Ah, okay, die kennen uns ja offensichtlich ganz gut. Ach, wie ich den Artstyle vermisst habe, ein bisschen. Das ist jetzt auch nochmal so schön zu sehen. Ich habe das alte ja nur auf der Xbox gespielt. Das sah auch nicht schlecht aus, aber ich glaube, auf dem PC war es noch ein bisschen schöner. Ja. Schönere Wassereffekte, ne? Ja. Bisschen. So DirectX 10 war das ja damals noch. Gab DirectX 10 Wassereffekte. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken down at Surprise. You were playing the tables and she disappeared. And cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Konntest du erkennen, was das war? Nee, halt wieder so ein Topf mit Wasser drin. We're fine, thanks. Ui. Ach, der Kellner. Ach, guck mal. Praktisch. Jetzt setzen in der Welt auch mal andere Leute ihre Kräfte ein. Ja, stimmt. Das war ja ein bisschen komisch in allen Spielen, dass das nie passiert ist. Le temps perdu. Er hat seine Tochter verloren, weil er nicht auf sie aufgepasst hat, als er beim Zocken war. Aber war es wirklich seine Tochter, Sally? Sollte da nicht ein bisschen anders drauf sein? Ach, schau mal, der hat jetzt ja auch eben gerade denselben Plasmid benutzt wie du. Ja. Dem Flammen. Die heißen ja hier, glaube ich, wieder Plasmide und nicht Vigors. Stimmt, genau. Mhm. Herr Schmidt. Das finde ich aber echt cool, dass das jetzt, selbst wenn es nur in diesen Sequenzen sein sollte, wieder ein bisschen mehr passiert. Also, dass man die Sachen einfach mal in Aktion sieht. Rapture Records, Musikschuppen. Ist er da auch wieder Songs klar? Oh, schau mal, der war. You sell soybeans, I sell companionship. Ugh, it's disgusting. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Petty morality? You can keep it. Aha. Mein Gott. Es war cool, dass man hier in die ganzen Läden mal rein kann, ne? Bevor alles kaputt ging. Überall diese Schriftart. Da gibt's doch jetzt von Arte so ein Spiel, ne? Was? Typewriter. Vom Fernsehsender Arte. Echt? Hm, so eine Art Jump'n'Run und zwar mit Schriftarten. Cool. Könnten wir uns mal anschauen. Gibt's auf Steam. Das hier gibt's übrigens auch auf Steam, falls ihr euch wundert, wo ihr das herkriegen könnt. Die PC-Version auf Steam, die, ja gut, Konsolenversion natürlich in den entsprechenden Netzwerken. One of us. I don't want to follow one of us. You imagine having a beer with Andrew Ryan? Probably some teetotaler. Don't trust a man, don't drink, least from time to time. Ryan.
Ryan understand. Das ist ja so ein bisschen die Einkaufsmeile, oder? Mhm. Oh, sie läuft aber sehr breitbeinig. Ist hier halber Kerl. Days. Her little girl's been missing for days. I'm a complete wreck if Trudy even gets a nosebleed. So many children. It can't all be coincidence. Ja, aber lasst euch beim Shoppen nicht stören. Kind entführt. Fehlen da wohl schon einige Kinder. Ah, das ist ein Tonband. Ah, stimmt. Und das ist tatsächlich auch ein Tonband. Hä, wie ging das nochmal? Nach unten, die Pfeiltaste nach unten drücken. Aha. Soojung observed strangest of coincidences. On other side of a window, man in strange hat experimenting on Soojung's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Death of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Soojung's initiative. Theft of intellectual property. Two-way street. Ist natürlich blöd jetzt, dass es nicht untertitelt ist. Kannst du das kurz zusammenfassen? Ich habe es nämlich nicht ganz verstanden. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Er arbeitet an irgendwelchen neuen Plasminen, aber er hatte eine, ich würde mal sagen, schwierige Aussprache für unsere Ohren. Am Automaten. Zusammen mit dem Ryan. Und er hofft sich da ein lukratives Geschäft. Der hat aber eine, irgendwie eine merkwürdige Beobachtung gemacht, aber wie gesagt, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Es ist jetzt gerade ein bisschen nachteilhaft, dass wir hier jetzt gerade nicht mit Kopfhörern im Ohr sitzen. Nein. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects. And his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristic's owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Ja, das wird den Ryan sicherlich fertig gemacht haben, dass er da das Unternehmen übernehmen musste. Ja. Das ganze Geld, das belastet einen ja. Zumal der Fontaine vielleicht gar nicht so tot ist, wie man uns hier weismachen will. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte im ersten Bioshock mit denen so lief, mit dem Fontaine und dem genau, Andrew muss. Ryan. Waren wir hier schon drin? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Nee. Oh, ey, was sie da wieder alles gebaut haben. Oh, hübsch. Please, come in. Just a moment. Nicht schlecht, sonst ist alles Cohen-Werke. Aber das sind... Aber das sind keine Läden. Schau mal, das sieht doch schon ein bisschen aus wie später diese Typen, die ich da teilweise angreife mit den Masken. Ja, ja. Das sind aber keine Läden, die dann später im ersten Bioshock besucht werden, die oder? Ganze Ecke hier von Rapture, die gibt es im ersten Bioshock nicht. Also nur den Look eingefangen. How am I gonna make it work with my leg all busted up like this? Foreman says I should have been more careful. Something will turn up. Adversity breeds opportunity, that's what Ryan says.
Ach, schau mal, jetzt sind wir einmal in die Runde gegangen. Hier waren wir noch nicht drin. Wir waren auch oben noch in einem, zwei Läden noch nicht drin. Aber vielleicht muss man da überall noch rein. Also nachher. Mhm. Aber den Kollegen... This legal nonsense. But what Ryan warned us about is society of lawyers. Den Kollegen kennen wir auch, oder? Also es hat ein bisschen wie im Hauptspiel Klonfiguren überall. Ja. Aber da wird ja sicherlich die Next-Gen-Generation Lösungen und Antworten finden, nachdem sie jetzt schon so beeindruckend genau, gezeigt hier sind hat. Wir, hier sind wir reingekommen, hier unten so. Dass sie noch einmal kann. Die Runde. Hier ist Le Temps Perdu. Die verlorene Zeit. Ich weiß nicht, wie heißt es? Nach der verlorenen? Nee. Ah, oh, fuck, dieses Buch von Marcel Proust. Ja, ich auf weiß, der Suche nach der verlorenen Zeit und so. Mit dem Geschmack. Ja, was ist denn, oh, Elisabeth? Schau mal hin, was ist denn? Da oben, über der genau, das find my source inside of that club. Cohen? Was that lunatic have to do with Sally? Wer war denn nochmal der Cohen? Sander Cohen, das war der Künstler im ersten Bioshock, dem er dann helfen musste, ein bisschen bizarres Kunstwerk zu erschaffen. Ja. Private Party. Private Party. No entry without invitation. We'll see about that. Ist auch schon wieder lange her, das erste Bioshock, oder? 2007 oder so? Ja. Wahnsinn. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuffed shirt. These imitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the artist struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. Ah, sie ist das. Those stores would be as good a place to start as any. Na gut, muss ja auch einen Grund haben, dass sie so viele Läden einbauen. Ja, würde ich ja gern machen. Ach hier, so. Das Golden Rule, das Rapture Records und das Artists. Kann das sein, dass wir das Golden Rule übersprungen? Das kann sein, ja, aber dann sehen wir es. Ach, ja schau jetzt. Mal, das ist da drüben. Ist es auch schon. Und dann machen wir da aber, glaube ich, doch. What brought you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Auch wieder die Schuld, ne? Mhm. Dürfen wir denn hier was übers Ende vom ersten, also vom Hauptspiel sagen? Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Vielleicht lassen wir es dabei. Ich will einfach sagen, dass das eine alternative Version des Universums ist, was du ja schon gesagt hast. Und wenn wir noch zusätzliche Informationen brauchen sollten, dann können wir das ja sagen. Falls das Spiel das von uns verlangt, dass man das versteht. Bis jetzt geht es ja eigentlich auch so halbwegs, oder? Dass es ein bisschen um parallele Welten geht bei Bioshock, das ist jetzt auch nicht die große Überraschung im Hauptspiel. Und die große Überraschung im Hauptspiel, die haben wir euch jetzt hier, glaube ich, noch nicht verraten. Excuse me. Machen wir auch nicht. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18 karat gold. Du musst mal nach hinten gehen, versuchen hinten reinzukommen. That's a lot of fine talk about a stolen ring. Right out of her coffin. Ganz schön unvorsichtig hier, der Mr. Juwelier. The assurances of a grave robber are of no interest to me. Wenig los, so hinter dir, inventarmäßig. Cohen sends those masks out in some kind of box. Ah, ein Damenschuh. 9 geil. Dollar wert. Das ist ein richtig teurer Schuh. Vorsicht, Vorsicht, wir müssen uns beeilen. Ich guck ja schon. Ah, hier. Must be somewhere else. Das ist bestimmt so gebaut, dass es dann erst im letzten drin ist. Ja, ich glaube auch. Also sich so durchschaltet. Ist ja immer so. Guck mal, jetzt ist sie nach hinten gekommen. Jetzt stört es da keinen, oder wie? Ja, hier, Entschuldigung, verlaufen. Ne. Wo ist er denn?
Might be best if we were gone when he wakes up. Ach so, hat sie ihn ausgenockt oder was? Oh, aha. Let's find another shop. Ist ja nett. Where should we look next? Upstairs at the artist's struggle or Rapture Records straight ahead? It's ten. Was war hier noch? Wissen wir nicht. Tja, wohin als nächstes? Den kennen wir noch nicht. Da gucken wir dann beim nächsten Bouncer. Mal rein. Genau, dann entscheiden wir uns auch, wo wir als nächstes hingehen, um diese Maske zu bekommen. Und dann seht ihr, wie es weitergeht im ersten Story DLC zu Bioshock Infinite. Macht's gut. Ciao.